Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explore RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in der Frostgipfelsenke, Hakans Fänge und haben jetzt soweit alle Queste abgerackert. Wir müssen jetzt nochmal zurück ins Dorf der Avar. Hier haben wir noch die Veröffentlichung würdig, keine Ahnung. Und wir haben ja auch noch einen Arena-Kampf, den wir mal angehen könnten, zumindest versuchen. Wir reisen erstmal zu den Avar und geben zwei Queste ab. Hoffe ich doch. Und die erste ist bei ihm hier drin. Diese ziegenküssenden, blutsaufenden Hakonitenbastarde. Habt Dank, Inquisitor. Storvaker ist zurück. Und meine Jäger haben gesehen, was ihr und sie mit den Hakoniten gemacht habt, die sie gefangen hielten. Hakons Fänge haben durch diese Tat ihren Friedenseid gegenüber dem Steinbärenstamm gebrochen. Unsere Klingen gehören euch. Ich nehme an, eure Bären ist wohl auf nach dem, was auch immer sie ihr antun wollten. Es geht ihr gut. Und was die Frage angeht, was sie mit ihr vorhatten, meine Jäger haben an dem Ort, an dem Storvaker gefangen gehalten wurde, einige Dinge entdeckt. Ich weiß, was sie geplant hatten. Es ist etwas, das euch nicht gefallen wird. Und das nur wenige Avar-Flachländern gegenüber preisgeben würden. Aber ihr müsst es erfahren. Hakons Fänge hatten das Ziel, ihren Gott in sterblicher Gestalt zu binden und die Flachlande mit Krieg zu überziehen. Sie wollten einen Gott dazu benutzen, uns zu vernichten? Als hätte ich nicht gerade erst einen Gott getötet, der uns vernichten wollte. Ihr tut gut daran, euch zu sorgen. Diese Schlacht ist noch nicht gewonnen. Ihr habt sie vorerst durchkreuzt. Aber sie werden es erneut versuchen. Hakons Fänge haben dasselbe vor etlichen Zeitaltern schon einmal getan. Sie holten ihren Gott ins Leben, um die Flachlande zu vernichten. Aufgrund ihrer Torheit ist Hakon für alle Avar verloren. Jetzt wollen sie ihn befreien und es erneut versuchen. Also was müssen wir jetzt tun, um Hakons Fänge aufzuhalten? Sie bewohnen eine alte Flachländerfestung, die eine gewaltige Mauer aus Eis geschützt wird. Durch Magie, die nicht einmal die Hakoniten kennen. Löst diese Magie auf und wir werden ihre Knochen in alle Winde verstreuen, auf dass die Herrin sie niemals finden möge. Wir müssen immer noch diese Mauer aus Eis um die Festung der Hakoniten schmelzen. Habt ihr vielleicht eine Idee? Nein. Sie ist Magie der Flachlande und hat nichts mit uns zu tun. Unsere Geistsprecher sind nutzlos wie Ziegen in einer Schlacht. Die Hakoniten müssen die Magie in der alten Festung gefunden haben. Sprecht mit euren Leuten. Vielleicht wissen sie ja mehr. Okay. Die Unterhaltung vertagen. Gute Jagd. Level 27, mein lieber Scholli. So, wo sollen wir jetzt die nächste Quest abgeben? Der Name eines Vaters. Okay, dafür müssen wir jetzt hier links rum. Aber wir können eben den Fertigkeitspunkt vergeben, sonst vergesse ich das wieder. Das machen wir automatisch. Müssen wir unten. Hab ich dir nicht gesagt? Flachländer aus dem Norden. Warum ziehen die sich so an? Weil wir es können. Okay, wir müssen hoch. Wir müssen hoch hinaus. Das ist die Frage, geben wir es jetzt diesem Jagdmeister oder geben wir es dem Jungen? Gäste sind uns willkommen. Hier sind wir auch falsch. My liver. Sind wir hier überhaupt jetzt richtig? Ich glaube, jetzt sind wir falsch. Wo war das denn? Mensch. Oder war es doch richtig? Ne, hier ging es noch hoch. So, also entweder ihm oder ihm hier drin.
könnt keine Gabe darbringen. Hier. Hier, eine Opfergabe für euren Vater. Von euch. Inquisitor, das kann ich nicht annehmen. Betrachtet mein Geschenk an den Stamm als Geschenk an euch. Allerdings solltet ihr das vielleicht besser für euch behalten. Aber der Jagdmeister sagte, er würde eine Opfergabe aus der Hand annehmen, die sie ihm übergibt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sagt ihnen, was sie hören wollen. Dann gehört ihr weiter dazu. Aber wenn ihr irgendwann findet, dass es scheiße war, euch zu bedrohen, sucht nach einer Jenny. Ihr solltet euch ausruhen. Die Herrin möge euch schützen. Kehre zu der Frau zurück, die die Leichname vorbereitet. Was ist jetzt mit ihm? Finn Kaldansen ist ein guter Junge. Sein Vater war immer stolz auf ihn. Und er wäre es noch. Okay. Auf bald. Gebt auf euch acht. Ich glaube, das war eine weise Entscheidung. So, wir sollen zu der Dame zurück, die... War die jetzt unterhalb, war die, ne? Oder? Da ist die Höhle. Müssen noch eins tiefer. So, Güter. Ich habe gehört, unser Jagdmeister bereitet eine Opfergabe von Finn Kaldansen vor. Mehr wurde nicht gesagt. Insofern danke ich euch lediglich für eure Freundlichkeit gegenüber einem Versehrten. Und nun muss ich die Vorbereitungen abschließen. Eine überraschende Wendung der Ereignisse macht Kaldans Reise nicht zwangsläufig leichter. Die Götter wägen sowohl Ergebnisse als auch die ihnen zugrunde liegenden Taten oder Täuschungen ab. Auf bald. Ich sollte mich wieder auf den Weg machen. Die Herrin möge euch schützen. Gut, auch abgeschlossen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Was sagt unser Questlog? Das ist nicht das Questlog. Das ist das Questlog. Die Frostgipfelsenke. Was noch bleibt? Die Insel. Gäste des Stammes. Beeindrucke den Stamm. Hakons Prüfung. Erfülle die Requirierung für eine Opfergabe an die Arena. Gut. Triff dich bei den Teewinterruinen mit Colette. Da kommen wir aber nicht hin. Das heißt, hier können wir jetzt erstmal nichts machen. Ich denke, wir müssen zwei Arena-Kämpfe machen, um mit denen dann per Du zu sein. Können wir ja mal probieren. Ich weiß mal nicht, gegen was und wen wir da oben kämpfen. Aber sollte normalerweise jetzt, glaube ich, funktionieren, oder? War das... Ne, wir müssen ganz hoch. Ganz hoch müssen wir. Hier war das nicht, ne? Da ging es nicht weiter. Ne. Da ist die Arena. So. Schön, euch zu sehen. Ich bin bereit. Können wir mit Hakons Prüfungen beginnen? Wir brauchen zunächst eine Opfergabe von euch, um Hakon und die Toten zu ehren. Können wir mit Hakons Prüfungen beginnen? Wir brauchen zunächst eine Opfergabe von euch, um Hakon und die Toten zu ehren. Ich hab doch eine Opfergabe. Was? Ich verabschiede mich. Sichere Reisen. Wo müssen wir die denn ablegen, die Opfergabe? Ist mir aber verwirrt. Okay, das ist nichts Neues bei mir, aber... Hä? Hier vielleicht? Können wir hier irgendwas machen? Ich will in die Arena rein. Hallo. Oben bei diesem komischen Schaman vielleicht? Unsere Gäste sind uns willkommen, solange sie ihre Waffen nicht ziehen.
Nein, tun wir nicht. Opfergabe. Zeigt er das eventuell auf der Karte an? Händler. Steinbärenstamm, Händler. Zeigt nichts Angst. Ist Angst vor Hygrana. Okay, komm. Mir irgendwie einen Requirierungstisch oder irgend sowas in der Art? Oder wie sollen wir das angehen? Schnellreise? Da ist der Häuptling drin. Ein Schwein namens Babe. Hab ich dir nicht gesagt? Flachländer aus dem Norden. Das sei doch ruhig. Wenn nicht, dann muss ich da auch mal nachgoogeln. Hallo. Hier können wir mit keinem reden. Können wir da rein? So, mein Freund, hast du uns noch was zu sagen? Sie hatte mir viel zu erzählen. Werdet ihr sie und ihren Geist voneinander trennen? Nur sie selbst kann diesen Eid erfüllen. Aber wir werden gemeinsam den Rat der anderen. Ich würde euch gerne etwas fragen. Nur zu. Fragt. Ich sollte mich verabschieden. Dann auf ein andermal. Ja. Oder müssen wir... Ich weiß es nicht. Die Requirierung bei uns am Tisch? Und dadurch kriegen wir die Opfergabe, die wir dann hier abgeben können. Weil hier können wir ja nichts machen. Seid gegrüßt, Fremde. Jawohl, ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auf die Insel. Müssen wir jetzt ein bisschen laufen. Aber so weit ist es nicht, oder? Kann man reiten? Ausnahmsweise mal. Das auch schneller. Hallo? Da müssen wir hin. So. Steigen Sie mal ab, bitte sehr. Hier? Warum? Lina! Luna sollte hier sein. Wo ist sie nur wieder hin? Sucht ihr nach jemandem? Ja, nach Runa, meiner Base. Sie erklimmt vermutlich die Hügel im Norden, statt mir hier mit dem Fang zu helfen. Nein. Wie immer. Auf bald. Einen schönen Tag noch. Folge dem Weg, um Runa zu finden. Es ist, wie weit ist denn das jetzt hier? Ach, das ist ja direkt hier oben. Ja, komm dann. Müssen wir hier hoch? Folge dem Weg, um Runa zu finden. Über uns? Kann das sein? Hier sind eine Menge lose Steine und eine Avar-Axt. Die hat jemand absichtlich hier gelassen. Als Wegmarkierung. Die Frau am Ufer meinte doch, ihre Base Runa sei klettern gegangen. Vielleicht war das hier ihr Ausgangspunkt. Okay, ich befürchte fast, wir haben schon wieder so eine Schnitzeljagd vor uns. Okay.
Dann machen wir das mal eben. Blöd ist, wir können uns nicht wieder in dieses Dorf porten. Da müssen wir echt zurücklaufen. Das ist ungünstig. Und schon sind wir wieder hier. Komm, ich hab dich schon angepinkt. Da, noch eine Wegmarkierung. Und weiter geht's. Müssen wir jetzt hier rauf, oder? Die Eva? Ich glaube, wir müssen da runter, ne? Jawohl. Geht das dezent mit, so? Jetzt wieder da hoch. Da ist es. Ich glaube, unsere Bergsteigerin war hier. Pff, sonderlich gut ist sie aber nicht. Das hier ist doch kein Berg. Mal sehen, wo sie uns hinlockt. Oder führt. Locken tut sie ja nicht. Sie führt uns. Okay, dann denke ich mal, wir müssen weiter in die Richtung. Eine Schnitzeljagd. Müssen wir weiter rauf? Kommen wir hier rauf? Sonst sind wir hier wieder falsch. Okay, geht's noch rauf. Na. Dort drüben. Ihr kommt genau richtig. Kämpft mit. Es ist eine würdige Schlacht. Waren wir hier schon mal? So, Runa, was ist hier los? Gut gekämpft. Ich hatte schon gehört, dass Flachländer in der Gegend sind. Und ihr müsst dann wohl der Inquisitor sein, eurer Hand nach zu urteilen. Eure Basis sucht nach euch. Ach ja? Oh, die Fische. Ich sollte Lina ja mit den Fischen helfen. Aber zuerst muss ich den Göttern ein Opfer bringen. Soll ich euren Namen in mein Gebet mit einschließen? Was ist ein Opfergebet? Ich bin diesen Berg schon 1000 Mal hinaufgeklettert. Heute war es, als hätte mich ein von den Geistern gesandter Wind getragen. Also wollte ich den Göttern mit ein paar Nacks danken. Diese Bestie muss das Fleisch wohl gerochen haben. Ihr bringt den Geistern Fleisch dar? Die Herrin des Himmels schickt ihre Vögel und Korth, der Bergvater, seine Wölfe und Bären. Normalerweise würden sie das Gebet einer Flachländerin nicht erhören. Aber da ihr mir im Kampf beigestanden habt, werde ich für euch sprechen. Okay. Es wäre mir eine Ehre, in eurem Opfergebet erwähnt zu werden. Die Geister werden sich an euch erinnern. Na schön. Aber lasst meinen Namen besser weg. Ein Gebet? An Geister? Pff, nee. Nein, danke. Ansehen des Stamms. Ach so, geht das. Kann man denn hier noch irgendwas machen? Ja. Was? Die Herrin behütet den Himmel, wo die klagenden Winde wehen. Korth gewährt Zuflucht im Berge. Hakon blutige Haut und Knochen. Nehmt dieses Geschenk an, dargebracht von Runa Lürsdotten und dem Inquisitor aus den Landen der Ebene. Ich
etwas gespürt. Einen Segen? Das ist ein gutes Zeichen. Ihr bringt Glück, Herold. Er ist doch wieder weg, oder? Gut. Und bleibt weg. Na schön. Dann können wir ja jetzt gehen. Ganz meine Meinung. Sie sind uns gewogen. Die Götter erscheinen nämlich nicht immer. Das werde ich Linna erzählen. Vielleicht zaubert ihr ja eine gute Geschichte ein Lächeln ins Gesicht. Juti, haben wir auch erledigt. Jetzt heißt es leider Gottes. Wir müssen wieder nach da unten. Oh, wir können hier hin schnell reisen. Wunderbar. Prima. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke dir draußen fürs Zuschauen und wir vier wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sagen Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.